Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Mytime mit Porsche. Im letzten Part haben wir die Brückenteile endlich fertiggestellt. Heißt, den Auftrag können wir jetzt auch abschließen. Aber wir müssen noch so Pflanzenkisten bauen. Allerdings haben wir keine Holzbretter mehr. Jetzt muss ich ein paar anfertigen. Naja, kostet ein bisschen Holz. Na egal. Machen wir mal. Und wir haben wieder Post erhalten. Vom Rathaus. Hallo allerseits. Wie ihr wisst, haben wir aktuell kein Friseursalon in der Stadt. Seit Sanwa diesen Haarschneidewettbewerb von der Jury und den Teilnehmern wegen seiner Farbenblindheit verspottet wurde, hat er sich nicht erholt. Ich dachte mir, die Zeit heilt alle Wunden, aber in diesem Fall lag ich wohl falsch. Bei einem kürzlich erfolgten Gespräch kam er mir so niedergeschlagen vor wie eh und je. Da wir keinen anderen Friseur in der Stadt haben und die Arbeit zu übernehmen, hoffe ich, dass jemand Sanwa helfen kann, sein Selbstvertrauen wieder zu erlangen. An Zeiten wie diesen müssen wir füreinander einstehen und uns gegenseitig helfen. Außerdem will ich wirklich nicht, dass Gast mir noch länger die Haare schneidet. Okay. Kümmern wir uns gleich drum vielleicht? Ah, doch, stimmt. Wir platzieren jetzt nicht die Brücke für unseren Auftrag. Dann können wir auch endlich hier weiter auf eine andere Insel. So, schauen. Müsste eigentlich hier sein. Ah, dann platzieren wir mal die Brücke. Okay, das Teil ist riesig. Und noch das dritte Teil. Brücke gebaut. Und dann müssen wir uns bei Anthony melden. Ja, mal schauen, was der dazu sagt, dass wir jetzt die Brücke gebaut haben. Beziehungsweise müssen wir uns ja auch noch bei Presley melden, dass wir uns unseren ersten Auftrag fertig haben. Den Higgins ja uns den ersten mitgenommen hat, wir dann den deutlich schwierigeren annehmen mussten. Okay, wir müssen uns doch bei der hier melden. Excellent work. Oder bei dem. Ja, das gab ganz schön viel Geld und ganz schön viel Erfahrung. So, mal schauen, was haben wir hier noch? Ich brauche 3 Bronzebahnen. Ja, okay, können wir nehmen. Ich brauche 4 Steinziegel. Ich kann keinen weiteren Auftrag nehmen. Okay. Naja. 3 Bronzebahnen sollten wir zusammenbekommen. Hat mir da noch ein bisschen extra Geld. Und die Pflanzenkisten sollten wir auch fertigstellen können jetzt. Oder? Okay, doch noch nicht ganz. Da brauchen wir noch mehr Holz.
falsche Kiste, da. Zwei Bronzebahnen, oder? Ah, drei. Okay, er braucht nur ein bisschen Feuer. Muss das auch gleich fertig sein. Ah, okay, nochmal in 7 Minuten vorbeikommen. Anu? Okay, da kann ich es aufsammeln. Brauchen wir noch ein paar Bretter für Holzkisten. Was ich allerdings schon machen kann, ist hier was Neues pflanzen. Was haben wir denn hier? Bambus, Papaya, Kopfsalat, Baumwolle. Könnt ihr auch Jahreszeiten dran stehen, wenn die wachsen. Kürbisse. Okay, pflanzen wir ein paar Kürbisse. Fällt mir gerade ein, wir haben den Dünger hier noch. Hört da nicht rein. Auch da nicht rein. Nee. Sehen wir die mal. Und dann Dünger. Ah, müsste das passen. Hoffentlich. So, ein Holzbrett haben wir hier, glaube ich, noch. Ich meine, ist egal, ob ich das jetzt hier habe oder da in der Kiste, da sowieso die Werkbank auf alles zugreifen kann, scheinbar. Okay, machen wir eine Pflanzenkiste schon mal. Dann müssen wir warten, bis hier das nächste Holzbrett fertig ist. Das heißt, so lange lege ich es wieder hier rein. Bronze müssen wir auch noch warten, bis durchgeschmolzen ist. Mache ich auch mal hier rein. Alter, ich habe gerade was gesehen. Das gehört da nicht rein. Von mir aus hier rein. Oh, Bronze ist durchgeschmolzen. So schnell geht's. Und dann geben wir das Bronze ab. Im Händler. Müsste ja hier unten sein. Jupp. Hi. Okay. Und dadurch steigert sich auch unser Ruf wieder mal. Ich glaube, den zweiten Auftrag kann ich nicht annehmen. Beziehungsweise möchte ich nicht annehmen, wir haben die uns ja durchgesehen. Heißt, wir müssen hier ein bisschen aufs Holz warten. Okay, das reicht für 2 Kisten. Also wir haben 3 Kisten und können die auch noch abgeben. So, geben wir die Sachen noch Emily. Und dann müssten wir eigentlich fast die Story-Mission abgeschlossen haben. Ja. Thank you. I can't wait to try these out. Und Level up. Perfekt. Okay, mal schauen.
Missionen haben wir gerade gar keinen mehr. Charakter. Ja, 5% erhöht. Brauche ich nicht. Okay, nee, machen wir. Ich gehe. Wie gesagt, Effizienz zur Spitzhacke wäre nicht schlecht. Okay. So, was machen wir jetzt? Ich weiß gar nicht, was wir machen können. Das hat auch keinen neuen Auftrag für uns. Nee, sieht nicht so aus. Und noch einen Auftrag annehmen kann ich ja auch nicht. Da ich schon einen angenommen habe für heute. Lassen wir das mal bleiben. Ich meine, ich kann jetzt einfach den Tag skippen. Da mir nichts Besseres gerade einfällt. Müsste ich eigentlich nur schlafen gehen. Dann sollte auch das Zeug hier alles fertig sein. Naja, ich glaube, ich gehe pennen. Mir gerade nichts Besseres einfällt. Und dann skippen wir auf den nächsten Tag. Vielleicht haben wir einen neuen Auftrag. Mit der Post. Mal schauen. Von der Ziviltruppe. Liebe Handwerker, wir freuen uns, die mitzuteilen, dass wir nach erfolgreichen Sicherheitsprüfungen eine neu verlassene Ruine zum Tauchen geöffnet haben. Sie befindet sich auf dem Hügel im Norden der Stadt, jenseits des Gebäudes der Zivilpatrouille. Okay, Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peachplatz eine wichtige Ankündigung. Bitte komm pünktlich um 19 Uhr. Ja, stimmt, ich habe den Friseur komplett vergessen. Gerade wo ich Rathaus gelesen habe, fällt es mir wieder ein. Mit dem sollten wir ja noch sprechen. Und der hat ja seinen Shop hier unten. Okay, ist geschlossen. Hinten kann ich auch nicht rein. Was haben wir hier? Russia Times. Mehr Neuigkeiten folgen in Kürze. Okay. Ah, da. Anzeigenschaltung. Schalte eine Anzeige in der Russia Times. Klicke, um mehr zu erfahren. Okay, 100 Golds. Bernsteininselbrücke jetzt offen. Recht von Mai. Bernsteinbrücke. Bernsteininsel war immer schon ein beliebter Ausflugsziel der Porsche. Tiana, aber nachdem der Bürgermeister in der Stadtregierung die Gelder für eine neue Brücke bereitstellte, wurde sie schnell von Solon, unserem neuen Handwerker in der Stadt, gebaut. Bürgermeister Gall sagt, ich habe die Brücke bereits in Augenschein genommen, ausgezeichnete Arbeit. Wir planen, die Höhle auf der Insel weiter zu einer Attraktion auszubauen. Darauf darf man sich jetzt schon freuen. Endlich können die Portianer wieder auf der Insel spazieren gehen. Anzeige schalten. Schalte eine Anzeige in der Porsche Times. Klicke, um mehr zu erfahren. Anzeige zu schalten. Okay.
Keine Ahnung. Eine Woche anhalten. Was auch immer das bewirkt. Vielleicht erhalten wir nicht mehr Ruf oder so. Nee. So. Das heißt, wir können hier eigentlich nichts machen. Oh, und hier haben wir einen neuen Auftrag. Fünf Seile. Zwei Kupferplatten. Zwei Teetische. Ich vergleiche das mal ein bisschen. Das gibt es am meisten. Ich weiß gar nicht, wie teuer so ein Teetisch ist. Moment. Handbuch. Da. Haben wir es irgendwo hier dran? Teetisch, Teetisch, Teetisch. Arbeitstisch Level 1 benötigt. Ja, okay, mach. Sonst soll es fertig sein. 10 Tage. Ja, okay, zwei Teetische. Nehmen wir mal an. Wir wollen ja schnell bekannt werden. Und da steigt unser Ruf am schnellsten. Ah, die großen Bäume sind nachgewachsen. Auch toll. Status. Okay, das geht noch. Ah, das Holz ist fertig. Und hier ebenfalls. Tätisch Eisenbahn. Ja, verdammt. Was brauche ich dafür? Wahrscheinlich Eisen. Mit dem habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Ich weiß aber auch nicht, wie man Eisen bekommt. Vielleicht von der neuen Höhle. Moment. Status nördlich. Also eigentlich hier. Im zerfallenen Ödland. Oder die verlassene Ruine 2. Moment, ich muss mir das nochmal durchlesen. Zivilsruppe. Verlassene Ruine zum Tauschen geöffnet. Tauchen geöffnet, so. Ich hab jemanden in verlassene Ruine 2. Mein nördlicher Zivilsruppe. Ich glaube, das ist die verlassene Ruine 2. Ah, ich glaube schon, dass die die meinen. Ah, vielleicht halten wir da ein bisschen Eisen. Hoffentlich. So, mal nachschauen. War das jetzt die hier? Ja. Lass eine Ruine erkunden. Okay, Moment. Versuchen wir das mal. Manganerz. Okay. Da haben wir Kupfer. Da haben wir wieder Sand. Was haben wir hier? Stein. Was haben wir hier für ein rotes Erz? Ist das Eisen? Eisen, ja. Das ist gut. Brauche ich nämlich. Zum Glück haben wir die nächste verlassene Ruine.
wirklich noch mal Glück im Unglück oder so. Und ich kann mal kurz scannen. Hier ein paar Meter runter. Das sollte wichtiges sein, dass ja violett war. Hoffentlich. Aber ist auf jeden Fall riesig. Was haben wir denn hier? In die Bergen. Stand doch gerade irgendwas. Moment, stand gerade irgendwas. Ah, okay, damit kann ich die Ruinen verlassen. Oder? Moment. Bin ich jetzt? Okay. Das ist... Ja, das ist ja toll hier. Auf jeden Fall haben wir hier eine Kiste mit einem Zauberwürfel. Und noch eine Kiste. Mit einem traditionellen Hut. Okay. Interessant. Scheinbar ein eigenes Gebiet, was wir hier gefunden haben. Naja. Welchen Part allerdings, glaube ich, an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir schauen, ob es euch gefallen hat. Wenn ihr es was wollt, könnt ihr auch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part von My Time at Porsche wieder. Ciao.